Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf meinem Kanal und zwar von der Ebelsbach. Und wir sind hier unterwegs mit dem Otto. Otto Bauernfeind kennt ihr. Und wir wollen mal gucken. Wir wollen hier mal so ein bisschen aufräumen, ne? Ich habe jetzt hier meinen Mogel-Anhänger am Start. Mal sehen, dass wir den Krempel hier wegkriegen. Warum ist der eigentlich so dreckig? Warum ist der so dreckig? Ich habe mit dem noch nicht einen Millimeter gefahren. Das muss ich nicht verstehen, oder? Merkwürdig. Aber gut. Es sei so. Sehen, dass wir den Kram hier rüberkriegen. Ich habe das Mauspad ziemlich voll liegend, deswegen habe ich den Platz hier einfach nicht. Seht, dass er den Kram hier. Dass er das Zeug hier mal wegbekommen. So. Vielleicht sollte ich das von unten anfahren, dann komme ich da besser dran oder so. Aber warum ist der Trailer schon so dreckig? Ist ja unglaublich. Noch keine Arbeit geleistet und ja. Natürlich scheiße, dass mir da jetzt was nebengefallen ist, ne? Könnt ihr euch vorstellen. Außerdem ist es stockfinster. Die Steuerung hier ist eine Katastrophe im LS, ganz ehrlich. Das ist ein Akt hier, du ehrlich. Ach ja, ach ja, ach ja. Arbeit, die begeistert. Guck mal, das Zeug siehst du da gar nicht drin, diese paar Liter. 500.000 Liter Anhänger. Bisschen umgestrickt. Und wir wollen mal hoffen, dass es so langsam gleich mal so ein bisschen heller wird hier, ne? Alter, du bräuchtest ein Mauspad von 3 Metern Länge oder so, damit du das hier alles vernünftig handeln kannst, ey, ganz ehrlich.
auch mal schneller da rausfallen, oder? Ich glaube, wir machen heute wieder eine halbe Stunde Folge. Oh, mal gucken, wie das hier alles so klappt. Nachtschicht. Schön da rein in den Hänger. Ja, mit den kleinen, ganz ehrlich, da werden wir, ich meine, 500.000 Liter in so einen Anhänger, das ist natürlich utopisch. Du bräuchtest einen Schlepper dafür. Die gibt es bestimmt, die Anhänger, die das packen. Man sieht es ja zum Beispiel in den Steinbrüchen, diese Riesenschlepper, die sie da haben. Aber es ist natürlich utopisch, klar. Auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt nicht machen würde, wir wären in 3 Jahrhunderten hier noch mit beschäftigt. Weil anders als im Multiplayer bei Chaos Farming bin ich natürlich hier allein und verunstalte die Karte. Und da sieht das natürlich alles ein bisschen anders aus. Und ich möchte auch ganz gerne, dass das hier so langsam aber sicher mal hell wird. Dann können wir uns nämlich auch mal den Hof angucken, wie ich mir das in etwa vorstelle. Wie es werden soll. Sagen wir mal so. Das Zeug schon weg, ja? Okay. Das noch mit hier? Das ist auch alles weg. Wunderbar. Ein extremes Gewicht nach vorne, ne? Hoppala. Ich glaube, da waren wir nicht hoch genug, hä? Noch nicht zu weit. Weit genug runter. So rum müssen wir. So wird ein Schuh draus. Ja, mit so einer 8000 Kilo. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Schaufel ist für diesen Radlader auch Utopie, oder? 8000 Liter gehen da rein. Ich kenne mich jetzt in der Branche nicht aus. Ich bin nämlich absolut kein Landwirt, muss ich dazu sagen. Aber ich halte das für ziemlich viel, oder? So.
Oh, rein hier. Glaube, wir haben es fast geschafft. Und wenn sich das hier besser steuern lassen würde, sähe das auch schon anders aus hier. So, komm, Mensch, mach doch mal schneller leer das Ding. Das kann wohl nicht angehen, dass das so lange dauert. Überleg mal. Wir sind jetzt schon 11 Minuten hier am Start, um hier diesen blöden Mist wegzumachen. Letzten Krempel hier. Also für viel Bodenhaftung kann man dann tatsächlich nicht mehr hinten, ne? Weg mit dem Krempel hier. So. Müssen wir bei den nächsten Schaufeln, glaube ich, das Ganze von unten anfahren, damit wir das wegkriegen. Aber dann sollten wir es geschafft haben für diese Folge tatsächlich. Da müssen wir uns bei Tageslicht das Ganze mal anschauen. Alter, da unten liegt ja noch mehr rum. Eieieiei. Was ist denn das hier?
Junge, 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 was ein Akt. Nur das noch da rein, das andere dann wieder unten oder so. Müssen wir halt mal gucken. Wollten das jetzt erstmal reinladen, auch wenn die Schaufel noch nicht ganz voll ist. So, dann gucken wir uns das mal an. Das kriegen wir schon mal weg hier. Das ist perfekt. So, da steht dieser blöde Baum im Weg. Aber wir haben es, oder? Ich glaube, wir haben es geschafft. Das Zeugs ist weg. Wunderbar. Können wir den hier. Ah, guck mal, scheint hell zu werden langsam. Stellen wir den hier ab. Ich weiß immer noch nicht, warum der Trailer so dreckig ist. So, hier steigen wir aus. Wir nehmen mal unsere Taschenlampe zur Hand und werden diesen Weg hier mal so ein bisschen abschreiten. So, hier soll also der Weg durch, okay? Das ist hier alles schon sehr, sehr, naja. Hier ist auch, werden wir graben müssen. Das Ding muss weg. Ein bisschen was machen hier. Ich glaube, das Teil hier werden wir nicht so ohne weiteres wegkriegen. Wir können mal ausprobieren, ob das geht. Den hier noch weg. Werden wir so nicht wegkriegen, befürchte ich, genau. Da werden wir ein bisschen reingraben müssen.
das hier weg oder ist das Zierde? Das ist nur Zierde, okay. Den nehmen wir noch weg hier. Unrealistisch, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber egal. Hier werden wir ein bisschen graben müssen. Modellieren. Jetzt findest du natürlich im Dunkeln die Stelle nicht wieder. Das heißt, im Dustern können wir das mal einfach getrost vergessen. So, den schalten wir ab. Bringen wir unsere Silage weg. Das sollte, glaube ich, mal Erde darstellen. Dann hoffen wir mal, dass es so langsam, aber sicher so weit hell wird, dass ich euch den Hof vernünftig zeigen kann. So. Steigen wir mal ein. Ich glaube, das mit dem Ruckeln hat sich auch gelegt, oder? Kann das sein? Oder täuscht das? So. Genau. Ich lasse den einfach mal hier stehen. Und die Uhr 17 haben wir. Und wir fahren den Hof einfach mal ab. Mal gucken, was wir jetzt um diese Uhrzeit sehen können. So, diesen Weg kennen wir. Das ist der übliche Weg. Links geht's auf den Haupthof. Hier stehen Baumwollblöcke und so weiter. Hier links ist das Windrad hoch hingekommen. Hier, der Weg existiert aktuell in dem Projekt Chaos Farming auch schon. Das ist der zum Hügel, beziehungsweise zum Feldhof. So, die Bäume sind sowieso vorhanden. Alles gut, da hat keiner weichen müssen. Gut. Diesen Weg hier kennen wir. Hier geht's zur Halle. Rechte Hand ist da hinten die Kalkproduktion. Das ist mehr oder weniger alles so geblieben. Hier kommen wir gleich zu. Hier ist also die Kalkproduktion. Wurde ein bisschen gedreht. Ist aber soweit erstmal kein Hals ab. So, hier gibt es dann ganz neu einen Unterstand. Und eine zweite Maschinenhalle. Dann kann man hier herumfahren. Kommt quasi am anderen Ende vom Windrad hier quasi wieder raus. Ich weiß, es ist jetzt alles recht dunkel. Hier links den Weg hat es ja auch schon gegeben. Auf der linken Seite hier ein Pool für alle, die zu faul sind zum Buddeln.
So, fahren wir hier nochmal lang. Hier links auch ein paar Bäume, Büsche dazu gekommen. Und hier den Weg schön eingepasst nach Möglichkeit, wo es dann hier durch unser Tor geht. Da können wir jetzt mal eben das kurz aufmachen. Oh, ich sehe gerade was. Das da ist nicht richtig gestellt. Ich habe hier nämlich tatsächlich das Ding drauf mit dem, was auf der Ebelsbach selbst in dem Projekt nicht existiert. Hier dieses Animal Pen. Die Tierfütterung. So, dann kommen wir hier wieder durch. Kommen hier runter. Sind wieder. Auf dem Hof. So. Ja, so weit, so gut. Na, wir können das nochmal ablaufen. Hier das Haus, wie üblich. Das bleibt doch alles so. Hier das Feld. Und hier diese Ecke ist quasi komplett umgestaltet. Hier eben für die langen Geräte, ne, für das Schneidwerk und so weiter. So sieht das Ganze aus hier. Ja, ich würde sagen, wir haben die halbe Stunde tatsächlich schon wieder locker weggeknackt. Hell ist es immer noch nicht. Ich laufe noch mal wieder hoch zur Baustelle. Gucken wir mal, was wir da noch zu tun haben. Da ist die Stadt. Da ist der Bachlauf, der glitzert irgendwie im Sonnenlicht. Im Sonnenlicht, genau im Sonnenlicht. Mitten in der Nacht scheint die Sonne. Es ist natürlich das Mondlicht. Aber wir müssen hier rüber. Hier stehen die Bau-LKW. Und hier müssen wir uns diverse Dinge noch angucken. Wie gesagt, hier geht es dann später hoch. Und hier muss auf jeden Fall gegraben werden. Das sehe ich aber jetzt natürlich. Warte mal, kriegen wir das noch eben hin? Hier ist der Bagger, noch ein Bagger. Andere Seite, hier steht der. Das heißt, hier irgendwo. Hier müssen wir jetzt einfach irgendwie ein Loch graben. Dass wir diesen Baum irgendwie drankommen. Das machen wir dann später wieder schön. Verstehe nur nicht, warum der tatsächlich so tief sitzt. Aber wir haben die 30 Minuten rum. Ich versuche das Ding da irgendwie, glaube ich, wegzukriegen. Oder machen wir das ja in der nächsten Folge? Ich habe keine Ahnung. Ich hole schon mal unser Baby hier. Und wir müssen in diese Kuhle rein. Das hilft. Hilft alles nicht. Jetzt kriegen wir das Ding nicht weg. Dann können wir das nämlich wunderbar anpassen.
lieber von der anderen Seite aus rein, weil ich glaube, da ist der Hügel etwas dezenter gestaltet. Schmeißen das Ding mal. Das machen wir noch eben, wa? Ja, weg ist er. Weg ist er. Und jetzt wieder raus aus dem Loch. Und beim nächsten Mal bei Tageslicht machen wir das Ding irgendwie zu. So, komm her. Du auch noch dran weg. Perfekt. So, in diesem Sinne, liebe Leute, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen, nee, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und sage in diesem Sinne erstmal ciao, ciao, macht's gut. Tschüssi!